Das Salzkammergut, das ist auch die Gegend, in der die Musik zu Hause ist. Zum Beispiel Sigrid und Marina wohnen ca. 10 Kilometer hier von Gmunden entfernt. Schönen guten Morgen, fein, dass ihr bei uns seid. Guten Morgen. Zwei Schwestern, die gemeinsam Schlagermusik machen und das seit vielen, vielen Jahren. Wie schafft ihr es, euch immer noch zu mögen und da so harmonisch nebeneinander zu sitzen? Ja, ich glaube einfach, die Chemie stimmt zwischen uns. Seit ja, mittlerweile 23 Jahren dürfen wir gemeinsam als Schwestern unterwegs sein und es macht irrsinnig viel Spaß. Die volle Lust, wie es unsere ganz neue CD auch benennt, ist noch immer mit dabei und es ist schön, ja, wenn man als Geschwister schon so lange Musik machen darf. Volle Lust und volles Gefühl heißt die CD eigentlich ganz genau und es dreht sich darin einiges um die Liebe, sogar Liebe auf Italienisch. Ti amo. Nochmal den Sternen so nah, ein Traum mit wahr, ti amo. Nochmal den Himmel berühren, die Liebe spüren. Ti amo von der neuen CD von Sigrid und Marina hat es mit diesem Lied eine besondere Bewandtnis. Was ist seine Geschichte? Ich liebe dich, ti amo. Ich glaube, das tut jedem gut, wenn man das hört, gerade in der heutigen Zeit, wenn man sich so umschaut auf der Welt. Es ist nicht immer alles nur schön, ganz im Gegenteil. Und natürlich gibt es auch privat bei dem einen oder anderen einen Tag, wo nicht immer nur die Sonne scheint. Und deswegen möchten wir mit unseren neuen Liedern, mit diesen 13 volkstümlichen, neu geschriebenen Schlagermelodien von unserer neuen Platte, unter anderem eben auch mit ti amo, sagen, dass die Welt trotzdem schön ist und dass man das Leben genießen soll. Was für ein schönes Motto. Ihr zwei macht nicht nur Schlager miteinander, ihr macht auch Volksmusik. Die Oma ist da schuld dran. Genau, also wir haben ja in Kindestagen schon früh begonnen, diese Art von Musik zu lieben. Und ja, sie begleitet uns nach wie vor. Also wir haben ein breit aufgestelltes Musikprogramm. Eben die volkstümlichen Schlager, die begleiten uns jetzt den ganzen Sommer hindurch bei den großen Open Airs, bei den ganzen Konzerten jetzt, da wo natürlich für Stimmung und für gute Laune gesorgt ist. Und dann Richtung Herbst, da mögen wir es dann natürlich auch, die ruhigeren Klänge von uns wieder anzustimmen. Da haben wir zum Beispiel am 10. September starten wir da wieder unsere Konzertreihe Halleluja der Berge, da wo wir ja in den Kirchen zu Gast sind und in Konzertsälen. Da ja, eben präsentieren wir dann wieder diese andere Art von Musik, aber jetzt eben über den Sommermonaten, da lieben wir es, mit dieser positiven Energie durch die Lande zu ziehen. Also wir kommen jetzt gerade vom Elsass, gestern waren wir da bei einem Konzert dort und ja, nächste Woche geht es ins Zillertal, dann in die Schweiz. Im September dürfen wir dann noch mit Hansi Hinterseer nach Dänemark sogar reisen für ein Konzert, da freuen wir uns schon riesig drauf. Und ja, so gestalten wir eigentlich unser musikalisches Jahr und es macht Spaß, dass wir diese musikalische Vielseitigkeit das ganze Jahr zeigen dürfen. Und ihr seid auch privat wirklich viel und eng verbunden. Wenn die eine Mama wird, ist die andere Patin ganz automatisch. Genau. Wie gerade passiert im Vorjahr? Wie oft kriegt der Nachwuchs schon vorgesungen und ist auch mit dabei bei der Musik und bei den Konzerten? Eigentlich ständig. Also er wächst damit auf und man merkt auch schon, dass er schon ein bisschen Musik im Blut hat. Also alles, was ein bisschen nach Trommel ausschaut, er schlägt er schon überall drauf. Und ja, es macht natürlich als Mama irrsinnig viel Spaß, wenn man ihn so aufwachsen sieht. Wobei Patin sein, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist auch ein wirklich schöner Job, das oder? Hat was ganz was besonders Schönes, weil wenn er dann zu sehr weint, gibt man einfach wieder ab und man hat nur die Sonnenstunden mit ihm. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Sigrid und Marina heute zu Gast bei uns hier in Guten Morgen Österreich, genauso wie Sassi von den Seern, die uns auch besuchen wird. Und wir sprechen unter anderem auch über eine Fotoausstellung, die Bilder aus der Ukraine hierher an den Traunsee bringt. Jetzt aber alles Neues aus der Welt in der Zeit im Bild mit Rebecca Salzer.